Seiten wechseln. Eine Woche etwas ganz anderes tun als im Arbeitsalltag. Rainer Horak hat als Führungskraft in der Personalabteilung der Hochbahn viel mit Menschen zu tun. Doch die funktionieren nicht immer geradlinig wie Maschinen. Eine Erfahrung, mit der der Manager in seiner Position häufig konfrontiert wird. Als ihm die Möglichkeit des Seitenwechsels angeboten wurde, hat er nicht lange überlegt und sie als Chance zur persönlichen Weiterentwicklung wahrgenommen. Die Patriotische Gesellschaft von 1765 organisiert das Projekt Seitenwechsel. Von der ersten Kontaktaufnahme, wie bei der Marktbörse, dem Präsentations- und Informationsplatz für beide Seiten, bis hin zum Auswertungsgespräch wird alles betreut. Die Patriotische Gesellschaft hat ja schon immer in allen Jahren ihrer Geschichte sich für Aufklärung eingesetzt und Toleranz innerhalb der Gesellschaft. Und letztendlich leisten wir jetzt auch Aufklärungsarbeit und bitten um Toleranz, indem eben die sozialen Einrichtungen zusammen mit den Managern zusammenkommen und Vorurteile auf beiden Seiten beseitigt werden. Den Horizont erweitern, ohne abzuheben. Darum geht's. Also ich glaube, jeder Mensch braucht Bodenhaftung und Manager insbesondere, weil sie eben die Verantwortung für viele Menschen haben und für Arbeitsplätze haben, an denen auch Familien hängen. Und es ist wichtig, dass sie einfach ein Gefühl für Problemsituationen auch entwickeln können und einen Umgang damit auch finden. Rainer Horaks Wahl fiel auf die psychiatrische Ambulanz im UKE. Ich habe mich sehr spontan entschieden. Ich habe es von vornherein als eine sehr große Chance angesehen, also wirklich mal, wie man so sagt, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Beeindruckend war ohne Zweifel auch die Tatsache, dass ich hier in das Team voll integriert worden bin, dass ich aber auch bei den Patienten, was ich vorher an sich in der Form nicht erwartet habe, eine große Offenheit erlebt habe. Das heißt, ich habe nie den Eindruck gehabt, zu stören, am Rande zu stehen und nur so ein bisschen zuzuschauen, sondern ich war wirklich als teilnehmender Beobachter dabei und konnte mich voll einbringen. Gemeinsam mit anderen das Alltägliche wieder einüben. Mit Hilfe der kreativen Kräfte zum Beispiel Ängste ausleben oder überwinden. Dafür ist Raum in dieser Einrichtung. Den Psychose- und depressionserfahrenen Menschen, die hierher kommen, werden verschiedene Therapiemöglichkeiten angeboten. Rainer Horak hat erfahren, dass die Ausprägung der Krankheiten völlig unterschiedlich ist. Übergänge von gesund und krank fließend sind. Einiges kam ihm aus dem täglichen Umgang mit vermeintlich gesunden Menschen bekannt vor. Der Leiter der psychiatrischen Ambulanz in Eppendorf ist Dr. Thomas Bock. Gemeinsam mit ihm führte Rainer Horak auch Therapiegespräche. Besonders interessant für ihn das Gespräch mit Frau Krämer, die sich in den 80er Jahren vor die U-Bahn warf. Sie wollte unbedingt den Seitenwechsler von der Hochbahn kennenlernen. Seit vielen Jahren macht sie sich Gedanken um den damaligen U-Bahn-Fahrer. Ich entschuldige mich schon, ich versuche mich zu entschuldigen dafür, dass ich in ein Leben so derart furchtbar reingeplatzt bin. Weil ich ja nicht weiß, was das ein Mann war, eine Frau und wie der damit umgegangen ist. Jeder Patient hat seine eigene Geschichte. Wir sind Menschen wie jeder andere. Wir sind sensibler, vielleicht ein bisschen dünnhäutiger, können in Lebenskrisen die anderen auch zu schaffen machen, auch mal den Boden der Realität unter den Füßen verlieren. Aber wir sind keine Wesen vom anderen Stern. Das ist sozusagen die Botschaft, die wir auch gerne, auch mit Hilfe des Seitenwechsels, in die Öffentlichkeit bringen wollen. Und das hilft den Patienten, den Angehörigen, aber letztendlich auch den Mitarbeitern der Psychiatrie. Ein positives Resümee für beide Seiten. Diese Woche brachte Rainer Horak viele intensive Eindrücke in einem für ihn bis dahin völlig unbekannten Bereich. Er ist froh, die Möglichkeit des Seitenwechsels ergriffen zu haben. Es geht darum, eine Sensibilität auszuprägen. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich im Ergebnis wie ein Therapeut in der Lage bin, einem Menschen an der Nase abzulesen, ob er irgendwelche psychischen Probleme hat. Das wäre auch ein viel zu hoher, überhaupt nicht realistischer Anspruch. Was aber damit sicher vermacht ist, ist, dass die Antennen für Fragestellungen dieser Art etwas geschärft worden sind. Und dass also die Sensibilität im Umgang mit anderen Menschen dadurch auch besser geworden ist.